Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Momentan mitten dabei, den Zyklopen zu bauen und alles ein bisschen aufzurüsten und einfach nur zu warten, dass wir irgendwie mal neue Nachrichten vom Kommunikator behalten. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie weit wir waren. Ich habe mein Handy natürlich nicht dabei. Mein Handy ist drüben, oder? Nee, oh, ich habe mein Handy in der Tasche. Heute übrigens auch das erste Mal mit meiner neuen Maus. So, ich hatte da richtig Stress mit dieser Maus, die ich jetzt bestellt habe. Ich habe sie zweimal bestellen müssen, weil UPS nicht in der Lage war, ein Paket auszuliefern. Ich habe denen so viel Stress gemacht. Alter Schwede, die hatten kein schönes Leben dank mir. Aber ich muss jetzt erstmal das Bild raussuchen, falls ich es nicht gelöscht habe aus Versehen. Da, was haben wir hier? Krebs, Zyklop. Okay. Also, was haben wir in unserem Inventar? Zweimal Kupfer. Wieso habe ich zweimal Kupferdraht am Start? Egal, ich habe ja genug Kupfer, also. Ich mache mir da keinen Stress. So, okay. Wir brauchen also. Plastalbahn, davon hatten wir davon drei schon hergestellt. Wir hatten Titanbahren und Lithium, um Plastalbahren herzustellen. Eins. Mrs. Kackbratze, lassen Sie bitte Herbert in Ruhe. Dankeschön. Zwei. Oh. Und drei. So. Damit haben wir die Plastalbahn fertig. Wir brauchen dreimal emailliertes Glas. Einmal haben wir hier, oder? Ne, das ist Glas. Nur ganz normales Glas. Hatte ich nicht noch emailliertes Glas am Start? Habe ich es dabei? Nö, irgendwie ja nicht. Ich hätte schwören können, wir hätten was. Salzablagerung kann sowieso weg. Ich hätte schwören können, wir haben emailliertes Glas. Keine Ahnung. Yep. So. Schmierstoff haben wir. Für emailliertes Glas brauchen wir höchstwahrscheinlich Glas und ein Fischerzahn. Okay. So, das heißt, wir müssen ein Glas, zwei Glas. So. Glas. Schmierstoff haben wir. Kabelsatz war, glaube ich, das nächste Problem, ne? Ja, okay. Ihr kommt zurück. Erweiterter Kabelsatz. Zweimal Gold Computerchip, ne? Tischkorallenprobe. Wir wollten ordentlich was an Tischkorallenproben mitnehmen. So habe ich hier Salzablagerung drin. Hier muss doch irgendwas leer sein. Okay. Wir packen einfach mal alles rein, was wir bisher hergestellt haben. Damit wir nicht alles immer neu raussuchen müssen. Und dann nehmen wir hier noch das Salz mit. Schmeißen wir draußen dann raus. Und dann werden wir ordentlich was organisieren. Von. Oh Gott, mein Auge zuckt hier. Alles wahrscheinlich wegen der Kackbratze. Die hier wieder Stress macht. So, dafür holen wir unser Bötchen. Hätte ich auch einen anderen Weg nehmen können, ich weiß, aber. Die Sonne ist mein größter Feind. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich mein Rollo ganz runter machen muss wegen der dämlichen Sonne. Okay, ist zwar ein bisschen kaputt, das Ding, aber egal. Das soll schon passieren. Wir wollen ja nur Tischkorallenproben haben. Danach sind wir wieder weg. So. Ich muss am besten so viel wie möglich. Ganz, ganz viel müssen wir jetzt erstmal sammeln. Ich will nie wieder Tischkorallenproben sammeln. Das ist mein Ziel. Nie wieder.
Dafür müssen wir sie allerdings erstmal finden. Pilze könnte ich zwar auch mitnehmen, aber... Weißt du was, nehmen wir ein bisschen Pilze mit. Kann ja nicht schaden, wenn wir die auch zu Hause haben. Oh, habe ich noch nicht gescannt, die Blaupalme. Dann machen wir das doch. So, haben wir eigentlich schon die 900 Meter? Ja, sehr schön. Wollte ich nur mal sicherstellen. Ja, komm, nehmen wir das Metallschrott hier noch mit. Wir müssen echt jede Ressource jetzt momentan mitnehmen, die wir kriegen können. So, Tischkorallenprobe. Du warst keine Tischkoralle. Ah, da haben wir doch was. Ich glaube, du warst die Tischkorallenprobe, ne? Tischkoralle. Am besten füllen unser komplettes Inventar damit. Damit wir lange nicht mehr losziehen müssen, deswegen. So, noch irgendwo was? Ja, sehr schön. Ach, da haben wir noch ein bisschen was. Wie viel haben wir jetzt? Boah, da passt noch ein bisschen was rein in unser Inventar. Hier, komm mit. Ach, verdammt. So, das dazu. Haben wir hier noch irgendwas? Ah. Sehr schön. Genau das, was ich wollte. Dann mal von oben nach unten. Oh, er ist weg. Nein! Nicht runter! Wollte mir ja nicht Zeit sparen, damit ich, dass ich sie von oben nach unten abbaue, aber das geht wohl nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Na ja, gut, nehmen wir das Metallschrott noch mit. Hoffen, dass da eine Boje drin ist. Ah, mobile Fahrzeugstation, ey. Na gut. Dann können wir jetzt auch nach Hause. Jetzt haben wir ordentlich. Was habe ich noch Platz für Metallschrott? Nö. Wo ist mein Hans-Dieter? Da, Hans-Dieter, komm. Ab nach Hause. Eigentlich schon traurig, dass ich immer noch keine Signalboje habe, ne? Ich wünschte, ich hätte es. Aber es geht nicht. So, dreimal Blei noch, dann kann ich mein Handy auch ausmachen. Dann haben wir alles dafür. Dann müssen wir natürlich noch Herbert aufrüsten. Ja, keine Sorge, ich lese natürlich sämtliche Kommentare. Also auch, selbst wenn ihr irgendwelche alten Videos von mir guckt, ich lese die Kommentare. Ich antworte oft nicht drauf, das gebe ich zu. Aber auch nur, weil es nichts zu antworten drauf gibt. So. Okay, dann gehen wir hoch. Damit hätten wir auf jeden Fall genug für, was brauchen wir nochmal? Den Computerchip. Kupferdraht, okay. Nehmen wir jetzt den Kupferdraht mit. Und Gold müssen wir auch noch mitnehmen. Ich hab die Pilze nicht rausgeholt. Ach, geht ja auch gar nicht. Aber ich kann sie jetzt mal kurz mitnehmen. Dass wir die Pilze direkt einlagern. Weißt du, dann haben wir das nicht die ganze Zeit in unserem Hans-Dieter drin. Komm, gib mir die Pilze, Hans-Dieter. So. Okay.
Gold, war, habe ich noch nicht mitgenommen, war. Habe ich nicht mehr viel Gold? Ich habe doch ganz, ganz viel Gold gefunden gehabt. Ah, okay, alles gut. Habe ich bei den Edelmetallen einsortiert. So, sehr schön. Dann machen wir das Titan noch fertig. Okay. Kabelsatz und zweimal Gold. Oh, ich hasse das. Was war das andere nochmal? Kabelsatz. Ach genau, ich brauchte für das Kabelsatz brauchte ich den anderen Kupferdraht, nicht wahr? Hey, Silbererz. Weil dann, ich kann mich erinnern, auf jeden Fall das Ding gebaut zu haben. Sehr schön. Zeit für den Zyklopen, Freunde. Dann müssen wir den noch ausstatten, dann können wir losziehen, würde ich sagen, ne? So, dreimal Blei und dann haben wir es. Habe ich noch Blei? Ich habe hier auf jeden Fall noch Lithium. Ich habe noch einen Titanbarren da drin. Shit. Egal. Werden wir definitiv noch gebrauchen können. So, 1, 2, 3. Das habe ich gesehen. Ihr kommt zu den Edelmetallen. Genauso wie du. Eigentlich gehört Silbererz auch zu den Edelmetallen, aber... Ihr seht schon, wie voll das bereits hier bei meinen Edelmetallen ist. Okay. Kackbratze ist immer noch da. Ja, verzieht sich glaube ich nicht mehr. Dude. Wird Zeit, dass ich mich mal um den kümmere, ne? Mit Ewigkeiten wollen wir den schon töten. Aber ich habe das Gefühl, dass er einfach dann wieder neu spawnt. Wo ist meine Fahrzeugstation? Die hast du nicht kaputt gemacht, oder? Kackbratze? Ich wollte schon sagen. Zyklop. 12 Meter Boot für eine Person. Erfolg freigeschaltet. Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, bitte nicht. Wie komme ich da nochmal rein? Aber bitte sag mir, dass ich hier wegkomme. Oh, ich weiß nicht mal, wie jemand hier reinkommt. Zyklop betreten da. Welcome aboard, Captain. All systems online. Okay, wie steuere ich nochmal das Ding? War das schon immer so eng hier? Vorrat? Leiter benutzen? Ah, Innenbeleuchtung. Ah. Bitte funktioniere. Engine powering up. Okay. So, wir müssen uns ein bisschen von der Kackbratze entfernen. Okay. Lockt das vielleicht andere Viecher an? Jetzt haben wir hier Raketen. Geräuschloser Antrieb. Das? Kamera. Außenkamera. Ah, okay. Ja. Also, was war das gerade? Ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Vor allem, weil die Kackbratze hinter uns ist. Aber wir haben auch ein Sonar hier. Das haben die richtig neu gemacht, ey.
Ja, wir werden auf jeden Fall immer an der Oberfläche schwimmen, also das ist mir ein bisschen zu riskant. So. Wie nennen wir unser Schiffchen? Wär's mit Bertha? Bertha. Ich will groß schreiben. Bertha. So. Ich hoffe, wir werden niemals eine Bertha 2 benötigen. So. Was können wir jetzt hier alles schön machen? Können hier Torpedos einlagern? Okay. Falls wir es brauchen. Wir haben hier Erweiterungsmodule. Okay. Kann ich die irgendwie auch herstellen? Ja, die haben einiges geändert. Energiezellen. Oh. Die haben hier sehr, sehr viel verändert. Tiefenmodul. Ich weiß nicht, ob ich tief tauchen will. Maschineneffizienz. Schildgenerator. Zyklopsonar. Erfasst das Gelände außerhalb des Zyklopen und zeigt es als dreidimensionale Karte im Steuerstand an. Feuerlöschanlage. Ladeschachterweiterung. Erhöht die Kapazität des Täuschkörper-Ladeschachts im Zyklop. Oh Gott, die haben hier einiges getan. Oh, konnte man hier nicht früher bauen? Was kann ich hier noch machen? Kein Fahrzeug angedockt. Also ich kann ein Fahrzeug andocken. Das wird dann wahrscheinlich hier unten sein, ne? Das heißt, ich kann nur ein einziges Fahrzeug andocken. Ich glaube, ich werde Herbert hier andocken. Wobei das kleine Tauchboot natürlich auch praktisch wäre. Bin ich in falsche Richtung gelaufen? Ja. Ah, hier kann ich was hinbauen. Okay. So, dann nehmen wir mal Herbert. Und platzieren ihn da. Ich hoffe, das geht. Komm ich so hoch? Hat gereicht. Okay. Herbert ist somit safe. Sehr schön. Aber solange wir die Kackbratze nicht vernichtet haben, haben wir halt ein Problem. Machen wir die Innenbeleuchtung aus. Damit er nicht so viel Strom verbraucht. Ja. Dann fahren wir nach Hause. Und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. So, mit dem Zyklopen werden wir dann höchstwahrscheinlich auf Touren gehen und versuchen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Herbert da eine gute Idee ist. Seitdem wir rüsten Herbert noch ein bisschen aus. So, Torpedos. Titan und Magnetit. Säurekapsel. Setzt eine Wolke aus giftiger Säure frei. Lade ihn. Okay, das ist einfach gemacht. Das schon eher weniger. Erzeugt eine örtlich begrenzte Verzerrung der Gravitation. Säurekapseln kann man ja easy farmen. Da haben wir ja direkt die Farm nebenan. So ist es ja nicht. Ein Torpedoarm wäre vielleicht nützlich. Können wir auch direkt bauen. So ein Ding haben wir ja. Wurfhaken haben wir auch. Zur verbesserten Fortbewegung. Ja, das ist die Frage. Torpedo oder Fortbewegung? Oder wir haben auch eine Schubkanone. Es ist so schwer. Wir können nur natürlich nur zwei Arme haben, aber wir können das Sprungtriebwerk machen, glaube ich.
Es ist schwer zu sagen. Also wir werden kurz Wasser holen und dann gehen wir noch mal kurz zu Herbert. Gucken, was wir bei ihm installiert haben. Ich frage mich halt, ob es nicht sinnvoller wäre, Herbert hier zu lassen und Hans-Dieter mitzunehmen. Was sagt ihr denn, Herbert oder Hans-Dieter? Weil Hans-Dieter kann uns verteidigen, wenn wir ihn ausgerüstet haben. Müssen wir halt vorher noch Torpedos sammeln. Ah ja, danke Spiel, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Vital signs stabilizing. So. Sowas brauchen wir in unserer Seemotte. In unserem Zyklopen. Gut, dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid, was wir machen wollen. Okay, was hatten wir noch im Bauplan? Stimmt, wir wollten einen Versorgungsherbert machen und einen Angriffsherbert, ne? Eigentlich brauchen wir nur einen Herbert. Was war das andere, was wir machen wollten? Neptun-Versorgungsturm. Ja, gut, das ist easy gemacht. Machen wir den kurz, den Versorgungsturm. Dafür brauchen wir Plastalbaren. 1, 2, 3 war das, ne? Ne, 2. So. Dann ein Kabelsatz. Ach, deswegen habe ich den anderen Kabelsatz gemacht. Ich verstehe. Und ein Schmierstoff. Kabelsatz. Brauchte ich 2 dafür? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, nur 1. Ja, dann können wir jetzt den Versorgungsturm bauen und dann gucken wir mal bei Herbert rein. Vielleicht können wir dann den Torpedoarm machen und dann versuchen mal gegen die Kackbratze anzukommen. Weil Herbert ist ja auch eigentlich ziemlich stark. Vielleicht können wir ihm sogar noch ein Schild geben. Wir können auch in unserem Seemotte ein Torpedo machen, ne? Dann können wir aus Herbert einfach nur einen Sammler machen. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoller. Alter, der hat doch voll die übelste Musik ab, ey. Was ist denn los? Wir müssen trotzdem noch unsere Krankheit loswerden. Wir können hier nicht losfliegen, währenddessen wir krank sind. Die würden uns eiskalt abschießen. Wir müssen runter in dieses Wärmekraftwerk, was die da gebaut haben. Und das muss bei den Vulkanen sein. Wir hatten ja diese riesige Schlucht entdeckt. Vielleicht sollten wir einfach mal reinschwimmen. Ah, cool. Was fehlt jetzt nächstes? Nickelerz. Was? Wir spielen seit über 24 Stunden dieses Spiel und ich habe nicht einmal Nickelerz gefunden. Okay. Dann müssen wir das suchen. Aber wir haben jetzt auch die Voraussetzungen dafür. Okay. Dann werden wir das so planen, dass wir Herbert wegnehmen und durch Hans-Dieter ersetzen. Und bei Hans-Dieter packen wir dann das Modul rein. Das Torpedomodul. Das ist der Plan. So, nein, das ist die Ladestation. Heißt, wir brauchen den hier. Den Haken haben wir. Wir haben eigentlich alles, um den als Sammler zu bauen, ne?
Torpedosystem. Titan, Lithium, Aerogel. Okay. So. Titan. Warte, erstmal kurz die Pilze loswerden. Ich schlepp die immer noch mit mir rum, ey. So, wir müssen auf jeden Fall die nächsten Folgen ordentlich was vorbereiten. Also, wir müssen das Essen auf jeden Fall machen. Wir können Wasser lagern. Alles, was wir hier haben, können wir rein theoretisch locker bei uns lagern im Zyklopen. So, Aerogel und Lithium. So, haben wir noch Platz? Wir haben sogar noch einen Platz frei. Okay. Einen Platz haben wir noch frei. Was wollen wir da rein tun? Das sieht doch gut aus. Das brauchen wir nicht. Ich würde sagen, ja, das ist auch nicht schlecht. Ein dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige. Wir werden das mal bauen. Gucken, wie sich das auswirkt, weil dieses Pone-Atelin oder wie auch immer heißt, werden wir, glaube ich, so auf die Schnelle hin nicht hinkriegen. Das heißt, wir... Oh Gott, ich habe es mir nicht gemerkt. Magnetit. Ich habe noch ein Magnetit. Oh nein. Okay, das ist blöd. Ich brauche zwei. Habe ich Magnetit noch nicht gescannt? Hatten wir nicht vier Seiten? Hatten wir nicht vier Seiten? Waren wir 100%ig sicher, dass wir mittlerweile vier Seiten hatten durch das ganze Gescanne? Habe ich Magnetit nicht gescannt? Kackbratze, bitte komm jetzt nicht. Ich habe zu tun. Es ist definitiv eingescannt. Habe ich es jetzt übersehen oder ich weiß auch nicht, was da los ist jetzt. Da ist es doch. Na gut, das würde jetzt erstmal eine Weile dauern, bis er es findet. Gut. Dann gucken wir jetzt mal das Bauen an. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber nur ganz kurz. Noch einmal ganz kurz gucken. Außenbeetkasten. Wir brauchen Innenbeetkasten. Vier Titan. Wir machen uns zwei Beete. Also brauchen wir 8 Titan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um die Zyklopen, dass der ready ist und dann Torpedoarm und hast du nicht gesehen, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.